Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Norman Weiß und der Kanal heißt Notizhefte. Heute soll es wieder einmal eine Einzelrezension geben. Und im Mittelpunkt steht das Buch The Midnight Library von Matt Haig. Vorab, das Buch hat mir sehr gut gefallen und ich werde ein bisschen was zum Autor und generell zum Inhalt sagen. Dann gibt es einen spoilerfreien Teil. Dann werde ich sagen, wann sozusagen zusätzliche Inhalte erwähnt werden. Und diejenigen von euch, die das Buch noch lesen wollen, sollten sich dann leider Gottes aus dem Video verabschieden. Also ich muss gestehen, ich habe noch kein Buch von Matt Haig zuvor gelesen und kannte auch den Autoren selbst nicht, war also völlig unvoreingenommen. Im englischsprachigen BookTube wurde das Buch allerdings sehr positiv besprochen. Es ist im August 2020 erschienen. Es wird im Februar des nächsten Jahres dann auch auf Deutsch herauskommen. Grob gesagt geht es darum, dass die Hauptfigur Nora Seeds die Möglichkeit erhält, in ein alternatives Leben einzusteigen und dessen Verlauf dann fortzusetzen. Wie es dazu kommt, dazu gleich mehr. Matt Haig, um das noch zu sagen, 1975 geboren, Bestsellerautor, Sachbuch, Belletristik, dort vor allem sogenannte fantastische Fiction. Und der Autor selbst ist depressiv und deswegen Triggerwarnung. Es geht auch in diesem Buch um Depressionen und sogar um eine Selbsttötung. Das sollte man wissen, bevor man sich dem Buch nähert. Jetzt, wie gesagt, zum Inhalt und bemühe mich in diesem Fall noch nichts zu spoilern. Hier passiert auf den ersten Seiten sehr viel. Nora Seeds ist 35 Jahre alt und blickt auf ein mehr oder weniger verkorkstes Leben zurück. Als Jugendliche gibt sie eine Karriere als Schwimmerin auf, die sie möglicherweise in das Nationalteam Großbritanniens geführt hätte. Sie verzichtet darauf, in einer Rockband mitzusingen. Sie lernt einen Mann kennen, den sie aber nicht heiratet. Sie studiert Philosophie, macht aber keinen Master, weil sie zu ihrer Mutter zurückkehrt, die erkrankt ist, und sie pflegt ihre Mutter dann. Also, sie bricht viele Wege ab, beziehungsweise beschreitet sie gar nicht erst und kämpft dann in ihrem weiteren Leben damit, dass sie sozusagen nicht das Richtige getan zu haben glaubt und eben bedauert, nicht dieses und nicht jenes getan zu haben, aber dafür irgendwas anderes, und sieht sich dann eben in einer Sackgasse ohne Mann, ohne Familie, ohne gescheiten Job. Den verliert sie dann und schließlich stirbt auch noch ihre Katze. Und in dieser Situation nimmt sie Schlafmittel, um all dem zu entfliehen. Das passiert auf den ersten 23 Seiten. Also wirklich spoilerfrei. Und nachdem sie nun die Schlafmittel genommen hat, gelangt sie in die Midnight Library. Dort wird sie mit dem sogenannten Buch des Bedauerns konfrontiert. Und darin findet sie, und das Buch wird beim Lesen immer schwerer, findet sie all das aufgezeichnet, was sie bedauert hat in ihrem Leben. Je länger sie daran liest, desto mehr wird das. Der Clou an der Geschichte ist nun, dass sie in dieser Midnight Library die Chance hat, diese Stellen des Bedauerns rückgängig
rückgängig zu machen. Also den anderen Schritt zu unternehmen, den sie damals unterlassen hat, in die andere Richtung abzubiegen, als sie es seinerzeit getan hat, oder das ungeschehen zu machen, was sie an einer bestimmten Stelle in ihrem Leben getan hat. Wenn sie weiß, worum es da geht, also wenn sie das Bedauern identifiziert hat, dann kann sie ein entsprechendes Buch aus dem Regal holen und steigt dann in das in diesem Buch verzeichnete alternative Leben ein. Und die Bücher in dieser Bibliothek sind alle grün und es steht nichts auf dem Titel und auf dem Rücken. Es ist also von außen nicht ersichtlich, worum es sich handelt, aber die Bibliothekarin lässt diese rotierenden Regale dann immer an der richtigen Stelle halten, nimmt das Buch entweder selbst heraus oder lässt es Nora herausnehmen und wenn die es dann aufschlägt, steigt sie in diesen alternativen Lebensverlauf ein. Und zwar als 35-Jährige und es kann dann eben sein, dass sie schon 10 oder 15 Jahre in diesem neuen Leben verbracht hat, ohne zu wissen, was sie eigentlich erwartet und muss sich dann erst zurechtfinden. Das wird gut erzählt. Sowohl dieses fantastische Setting in der Mitternachtsbibliothek ist bei all seiner Fantastik aber dennoch plausibel dargestellt. Man kann das nachvollziehen und sozusagen Nora bei dem Sprung dann in dieses alternative Leben begleiten. Und auch diese Verpflanzung, dieser Sprung wird nachvollziehbar und einfühlsam geschildert und die Situation, auf der sie trifft, die ist dann mitunter komisch und sie ist auch so ein bisschen tastend, weil sie nicht genau weiß, wer sind die Leute, wie steht sie zu denen, was ist eben passiert, seit sie die vor 20 Jahren vielleicht das letzte Mal gesehen hat. Das ist wirklich alles gut gemacht, die Figuren sind auch überzeugend gezeichnet, in aller Kürze. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, dann könnt ihr auch mal auf den Like-Button drücken und außerdem empfehle ich ein anderes Video hier oben, das ich zu dem Roman Ich bin Circe gemacht habe. Denn nun beginnt der Teil mit Spoiler, wo ich also unter Umständen Informationen preisgebe, die ihr lieber selbst lesen möchtet und also entweder aktuell in der englischen Version oder dann in wenigen Monaten in der deutschsprachigen Version entdecken wollt. Also ab hier Spoiler Alert. Zentral neben Nora selbst ist Mrs. Allen, die ehemalige Bibliothekarin der Schulbibliothek und sie hat sich in der Vergangenheit, als Nora eben ein kleines Mädchen war, um sie gekümmert. Sie hat Zeit in der Bibliothek verbracht und sie war auch dort, als die Nachricht vom Tod ihres Vaters eintraf und die Bibliothekarin hat ihr das dann sozusagen kindgerecht vermittelt, was passiert ist. Deswegen hat sie gute Erinnerungen an sie und sie ist jetzt die Figur, die hier wichtig ist in diesem Zusammenhang. Mrs. Allen weist Nora in Wesen und Funktion dieser Mitternachtsbibliothek ein und sie steht ja auch bei den häufigen Besuchen dort zur Seite. Denn nach anfänglichen Enttäuschungen mit dem Sprung in unterschiedliche Lebensvarianten findet Nora Gefallen am Ausprobieren. Nachdem sie akzeptiert hat, dass es nur um Chancen und nicht um Ergebnisse geht, ist das etwas, worauf sie sich mit zunehmender Freude einlässt. Denn zunächst hatte sie nur nachgeholt, was für sie bei ihrem vielfältigen Bedauern an erster Stelle war. Und das waren, das hat sie dann im Laufe der Zeit gemerkt, Dinge, die eigentlich gar nicht sie erwartet hatte, sondern die andere von ihr erwartet hatten. Also der Vater, dass sie die Schwimmkarriere macht. Der Verlobte, dass sie ihn heiratet. Die anderen Bandmitglieder, dass sie mit in die Band geht. Die Freundin, die nach Australien gegangen ist, dass sie sie begleitet und so weiter und so weiter. Und wie sie dann jeweils in diese Leben einsteigt, fühlt sie sich relativ rasch immer unwohl, weil sie sagt, das ist auch gar nicht meins. Das war damals zwar im Gespräch, aber ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich möchte um Gottes Willen so nicht leben.
Es war ja also oft gar nicht möglich, oder sie wollte es nicht, einen Platz in diesem Leben zu finden. Und deswegen kehrt sie, wie das möglich ist, wieder in die Midnight Library zurück. Nora kann, wenn sie meint, ein tatsächliches Glück gefunden zu haben, dann in dieses Leben einsteigen, allerdings vorbehaltlos. Sie muss dann nehmen, was dort kommt. Also nehmen wir an, sie wäre glücklich verheiratet, dann könnte ihr der Partner sterben. Sie wäre Mutter, das Kind könnte krank werden. Oder. Damit müsste sie dann klarkommen. Und das macht sie eben nicht, sondern sie kehrt zurück und versucht verschiedene Lebensentwürfe aus, zunehmend dann auch solche, die sie selbst für interessant hält. Und eine entscheidende Weichenstellung ist dabei die Begegnung mit einem Mann, der sie komisch ansieht und dann sagt, du warst vorhin anders. Das sagen oft Leute, aber er erkennt, warum das so ist, weil er selbst in der gleichen Situation ist. Beide sind, wie sie das dann nennen, Slider, also Personen, die von einem in das andere Leben wechseln. Und er, dieser Hugo, macht das auch schon sehr lange. Und sie merkt dann auch, wie er aus ihrem Leben wegweht. Und sie bleibt noch 1-2 Tage und geht dann auch raus. Und Mrs. Allen kennt ihn, weil er in einer anderen Einrichtung, die der Mitternachtsbibliothek entspricht, bei ihm aber eine Videothek ist, untergebracht ist. Und sie sagt, ja, das ist ein Sonderfall, aber das ist eine sozusagen zulässige Form der Existenz und ermöglicht Nora eben zumindest eine Zeit lang auch diesen Weg zu verfolgen. Und so ist sie dann eben Powerfrau in den verschiedensten Varianten und findet an ihrer neuen Rolle Gefallen. Und irgendwann ist sie eben glückliche Ehefrau, Mutter, hat einen Hund und fühlt sich wohl in diesem Leben. Aber am Ende ist es doch nicht das Richtige und sie entscheidet sich überraschenderweise dafür, in ihr ursprüngliches Leben zurückzukehren. Also diese verkorkste Ausgangsvariante. Da wird dramatisch geschildert, wie die Bibliothek zusammenbricht und Nora den Sprung in die Realität schaffen muss. Und am Ende ist sie mit ausgepumptem Magen, vielen fiktiven Erfahrungen und einer gehörigen Portion Lebenswillen zurück und nimmt, so steht es zu erwarten, ihr Leben selbst in die Hand. Das alles wird lakonisch, oft humorvoll, immer fesselnd geschildert in einer gut lesbaren Sprache. Die Personen sind, wie ich finde, kontrastreich geschildert. Sie akzentuieren das Leben, das Nora führt, oder die verschiedenen Leben, die Nora führt, weil ein Teil der Personen taucht ja immer wieder auf. Das ist alles wirklich sehr gut gemacht. Es ist auch überzeugend im Rahmen des Möglichen. Ich fand, dass das Buch eine interessante, kurzweilige Lektüre darstellt, die aber gleichzeitig auch zum Nachdenken anregt, wie man eigentlich zu seinen eigenen Entscheidungen steht, wie dauerhaft sie sind, wohin sie einen führen, und mit zunehmendem Alter denkt man dann auch darüber nach, was wäre eigentlich, wenn man damals dieses oder jenes gemacht hätte. Und insofern ist das durchaus anregend und ich habe insgesamt die Lektüre dieses Buches sehr genossen, kann es empfehlen, und auch diejenigen, die auf die deutsche Variante warten möchten, sollten sich dem Buch zuwenden, wenn sie das Thema interessiert. Das war die heutige Einzelrezension. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, und wenn ihr das Buch schon kennt, dann könnt ihr ja auch eure Meinung dazu dalassen oder eben sagen, ob ihr es noch gerne lesen wollt. Das war's für heute. Ich hoffe, euch geht es gut und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.